Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age und heute geht es auch nach Fulgura. Ich habe hier schon mal das Raumschiff vollgeladen, fast bis ganz oben hin. Hoffentlich haben wir das Nötigste, was wir da brauchen, sodass wir das Raumschiff dann zurückschicken können und mehr Goodies holen, welche wir allenfalls brauchen. Wir werden sehen. Aber erstmal das hier ausschalten, dann alles in Kisten verpacken. Ich brauche noch eine Kiste. Und auch das hier muss weg. Und dann kann ich zum Raumschiff reisen. Und wir werden sehen, wo wir da ankommen. Unser Shuttle hier, das funktioniert recht gut. Allerdings stelle ich fest, wir warten meistens darauf, dass wir hier wieder Treibstoff sammeln. Das heißt, hier können wir definitiv ein besseres System uns überlegen. Insbesondere, weil die meisten Materialien hier von vorne kommen und Dinge, die wir hier auf der Seite zerstören, kommen gar nicht in den Bereich, dass wir die hier abgreifen können. Und natürlich die Balance zwischen den verschiedenen Produkten könnte auch besser sein. Aber wir werden sicherlich noch mehr Raumschiffe bauen für den Transport und da können wir uns dann überlegen, wie machen wir das. Aber fürs Erste geht es mal auf nach Fulgura und da werden wir dann sehen, was dieser Planet zu bieten hat. So wie ich es verstanden habe, gibt es auf Fulgura keine Feinde, aber Türme oder Türme, aber wir haben hier ein recht aufgeladenes Klima mit Blitzentladungen, welche uns Schaden zufügen können. Und ich glaube, so ein Blitzreaktor schützt uns in dem Bereich hier, nehme ich einfach mal an. Wir haben hier auch ein paar Ressourcen und wie immer auf einem neuen Planeten können wir hier Dinge in unserer Forschung freischalten, indem wir bestimmte Aktionen machen. Erstmal holen wir uns da ein paar Dinge von unserem Raumschiff und wir beginnen mit dem Frachtlandeplatz. Denn wenn wir den mal haben, dann können wir da uns besser organisieren. Das hier ist die äußere Grenze. Machen wir den so hin. Und dann fordern wir hier einfach mal
die initiale Kolonie an. Und das sollte uns etwas an Material liefern, mit dem wir dann hier mal beginnen können, irgendwas aufzubauen. Wir können Blitzableiter herstellen. Ich habe keinen Ziegelstein dabei. Kommen hier etwas Stein raus und wir haben Öfen dabei, also wir können Ziegelstein herstellen, wenn wir Strom haben. Und ich denke, irgendwie gibt es da eine Technologie, wo wir die Blitze in Strom umwandeln können. Ah, vielleicht müssen wir hier das Häkchen setzen. Und ich wage mich da einfach mal aus dem Gebiet raus, um mal zu sehen, was passiert. Ruinen. Das war die Forschung für Wiederverwertung. Ja, hier haben wir auch so einen Reaktor. Hat uns das irgendetwas? Ja, das können wir hier das Holmium schmelzen. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Und da kommt sicher noch mehr raus. So, wir haben hier inzwischen ein paar Kisten. Und hier müssen wir einfach mal das, was wir hier drin haben, in Kisten verpacken, damit wir hier in unserem Frachtlandeplatz genügend Material haben, um das ganze Zeugs von unserem von unserem Raumschiff hier unten aufzubauen. Und ich denke, ich werde einfach mal das Schiff entladen, hier etwas Platz machen, das Schiff zurück rüber nach Nauvis schicken für mehr Material. Was ich in der Zwischenzeit rausgefunden habe, ist, dass hier die Blitzableiter, die wir hier bauen können, die schützen uns in einem Gebiet vor Blitzeinschlägen und die sammeln da auch Energie ein. Ich meine, das Gebiet ist nicht wahnsinnig groß, aber ich denke, wenn wir jetzt hier mal ein paar Akkumulatoren hinpacken, dann
sollten die geladen werden, wenn Blitzeinschläge passieren, und entladen, wenn wir Strom brauchen. Momentan haben wir praktisch keinen Verbrauch, das heißt, wir laden hier unsere Akkumulatoren. Aber wir haben hier auch etwas Schrott bekommen, und mit dem Abbau der Ruine hier drüben sehen wir hier, da gibt es eine Schrottverwertung, wo wir aus Schrott verschiedene andere Dinge machen können. Und es gibt auch eine Maschine dazu, ein Wiederverwerter, wo wir das Ganze wahrscheinlich dann reinfüttern können. Was wir auch haben, wo sind meine... Genau, hier. Brauche ich da große Miner für Holmium? Okay, dann fordern wir die doch gleich auch noch mit der ersten Lieferung an. Da die großen Miner, holen wir die von hier. Und dann werden wir sehen, ja, sehr schön. Die Blitzeinschläge haben dafür gesorgt, dass unsere Akkumulatoren ganz schnell ganz voll sind. Sehr schön. Das sollte zumindest für den Anfang unseren Energiebedarf decken. Das hier ist nicht wirklich Erz, sondern wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, das sind Blüten, das ist Vegetation hier. In der Zwischenzeit ist das zweite Raumschiff hier angekommen und ich habe mir hier ein paar von den Recyclern gebaut. Und da müssen wir mal schauen, wie funktionieren die. Mach den mal hier hin. Da kann man kein Rezept auswählen. Aber wenn ich das so mache, dann kommt da was raus. Holmiumerz und weiteres. Und ich habe so das Gefühl, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir an Holmiumerz rankommen. Wir haben hier auch etwas Ich dachte, wir hätten hier etwas irgendwo in der Kiste. Nicht? Okay. Aber wir können das mal hier reinkippen in unseren Ofen. Können wir nicht? Okay. Holmiumlösung, Stein, Holmiumerz und Wasser in einer Chemiefabrik. Und dann das Ganze in einer Montagemaschine. Okay. Dann versuchen wir den Aufbau mal. Hier brauchen wir Wasser. Wasser bekommen wir aus Eis. Und Eis können wir hier raus gewinnen. Und dann können wir das so machen.
Dann machen wir hier die Holmium-Lösung. Auch keinen Stein mehr. Und dann brauchen wir hier eine Maschine für die Platten. Und ich gehe dann mal schauen, wo ich mehr Erz und Stein herbekomme. Und wir werden auch mehr Schrott brauchen. Das heißt, ich nehme mir hier mal 2 von denen raus. Da kommt alles Mögliche raus. Dann gehe ich mal hier rüber. Das baue ich ab. Eine Ruine. Und da haben wir ein Schrottfeld. Den Schrott kann ich nicht aufnehmen. Aber ich kann einen Miner drauf platzieren. Wir können hier sowas machen. Und dann Blitzableiter. Und hier auf der Seite machen wir ein paar Akkumulatoren hin. Die sollten sich dann aufladen. Und dann können wir hier sowas haben, einen Recycler, da eine Kiste. Greifarm. Und alles, was uns jetzt effektiv fehlt, ist Strom. Bauen wir mal hier ein paar mehr Blitzableitern. Ziehe die hier außen rum. Und hoffentlich
live das irgendwann mal an. Und ich habe hier etwas Stein und Schrott in der Tasche. Damit kann ich hier den Schrott hier reinlegen. Den Stein nehmen wir hier raus. Und Holmium legen wir hier rein. Und dann sollten wir hier Holmiumplatten bekommen, was uns die hoffentlich nächste Forschung freischaltet. Wir brauchen 50 Platten. Na, 15 haben wir. Ich habe hier mal ein einfaches Setup aufgebaut, um mit einem Recycler das in eine Kiste den Output zu machen. Dann zwei Chemiefabriken, die direkt aus dieser Kiste rausknicken. Entweder die Eiswürfel oder Stein und Holmium, sodass wir dann am Schluss die Holmiumplatten herstellen können. Und da wir in der Zwischenzeit genügend von diesen erforscht haben, sehen wir, wir können hier nun weitere Produkte erstellen. Der nächste Schritt wird ein Superkondensator sein. Und dafür brauchen wir ein paar Zwischenprodukte, und ich denke, das werden wir uns das nächste Mal überlegen, wie wir da rankommen, denn es gibt da ein paar Hürden zu überwinden. Und ich bin mir nicht sicher, wie wir das machen, aber wir machen das sicher Schritt für Schritt, werden wir das rausfinden. Das hier unten, da wo wir so langsam drüber laufen, ist Ölsand. Und ich gehe davon aus, da gibt es wahrscheinlich irgendeinen Mechanismus, der es uns erlaubt, aus dem Sand Öl rauszusaugen. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge lernen. Also bis dann und tschüss!